den Herrn, ihr Sterne am Himmel. Preist den Herrn, aller Regen und Tau. Preist den Herrn, all ihr Winde. Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue. Preist den Herrn, Feuer und Glut. Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, Frost und Hitze. Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Bevor das alles geschieht, wird man euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und zur Könige und Statthalter bringen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen. Denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, so dass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern, und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitchristen, Schwestern und Brüder im Glauben, 25 Jahre Lobpreisgottesdienst, eine lange, gute, gesegnete Zeit, und viele Menschen haben in diesen Jahren Trost, Freude, Hoffnung, Kraft zum Glauben, Kraft zur Liebe, Kraft zur Hoffnung getankt, geschenkt bekommen. Viele Menschen, die gegeben haben, viele Menschen, die empfangen haben, wobei die Gebenden auch immer wieder Empfangende waren und die Empfangenden auch Gebende. Ein guter Tausch,
der sich hier vollzieht, in Inzersdorf, bei den Gottesdiensten. Die Gestalter, die Verantwortlichen, die Mitfeiernden. Ein guter Tausch hier in dieser Kirche des Empfangens und des Gebens. Was ist vielleicht das Fundament des Lobpreisgottesdienstes? Ich dachte da an die Heilige Schrift, an das Erste Testament, an das Alte Testament, an das Buch Samuel. Im ersten Kapitel ist der Grund und das Wesen des Lobpreisgottesdienstes formuliert. Da heißt es im Buch Samuel: Elkana hatte zwei Frauen, die Hanna und die Penina. Hanna hatte keine Kinder, konnte keine bekommen. Penina hatte Kinder. Und die Penina hat die Hanna gedemütigt, gekränkt, weil ihr der Herr den Schoß verschlossen hatte. Elkana zog jedes Jahr nach Shiloh hinauf zum Heiligtum Gottes, um dort zu beten, dem Herrn Opfer darzubringen. Hanna ging mit, Penina ging mit. Aber Hanna war traurig und ging dann in den Tempel hinein und trat vor dem Herrn. Der Priester Elia beobachtete sie, denn er saß am Eingang des Tempels. Hanna war zutiefst verzweifelt, betete zum Herrn und weinte sehr. So betete sie lange vor dem Herrn. Eli beobachtete ihren Mund, denn Hanna redete nur still vor sich hin. Keine Stimme war zu hören. Und deshalb hielt Eli sie für betrunken und sagte zu ihr: Wie lange willst du dich denn noch wie eine Betrunkene aufführen? Geh nach Hause, schau, dass du deinen Weinrausch losbekommst. Da sagte Hanna: Nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Ich habe keinen Wein getrunken, auch kein Bier. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Eli erwiderte dann: Geh in Frieden. Gott wird dir deine Bitte erfüllen. Und Hanna wurde dann ein Sohn geschenkt. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Hier bei diesem Gottesdienst, hier in dieser Kirche, habt ihr alle und viele, die schon da waren, in diesen 25 Jahren, dem Herrn ihr Herz ausgeschüttet. Ihr habt dem Herrn euer Herz ausgeschüttet. Im Gebet, im Gesang, in der Stille, in der Feier des Gottesdienstes, in der Anbetung, in der Bitte um Heilung und Segen, im Gebets- und Fürbittdienst und vor allem auch im Sakrament der Buße, in der Heiligen Beichte. Da braucht es jemand, der Angebote, Hilfen gibt, durch die konkrete Gestaltung dieser Feier der Liturgie, des gesamten Ablaufes des Lobpreisgottesdienstes mit der Heiligen Stunde verbunden, dass es möglich wird: Ja, ich kann hier dem Herrn mein Herz ausschütten. Ganz alleine, aber auch in Gemeinschaft,
Und das ist so wichtig, diese Solidarität, dass ich weiß, hier sitzt neben mir auch jemand, der auch sein Herz ausschüttet. Hier ist jemand da, der auch mein Gebet braucht. Hier ist jemand, der auch durch den Gesang neue Freude, neue Kraft, neuen Trost geschenkt bekommt. Ja, dieses Tragen und Mittragen, einander tragen und mittragen, das ist so wertvoll, das brauchen wir. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Das ist das Fundament, auf dem die Säulen dieses Lobpreisgottesdienstes stehen. Als erste Säule die Feier der heiligen Eucharistie, die Feier der Liturgie. Als zweites die Anbetung mit Heilungsgebet und Segen. Eine dritte Säule der Gebets- und der Fürbittgottesdienst. Und die vierte Säule die Beichte, Sakrament der Versöhnung. In der Feier der Liturgie der Heiligen Messe, da hüllt mich Gottes Gegenwart ein. Ich liefere mich ganz Gott aus und Gott liefert sich mir aus. Denn er schenkt sich her, er schenkt sich mir im Wort, in der Gabe, der Geber, der selber zur Gabe wird in der Heiligen Eucharistie. Und ich stelle mich bereitwillig unter sein Wort, das meinen Augen, den Augen meines Herzens, die Wahrheit über das Leben, über mein Leben aufzeigt. Das heißt, ich lasse mir von Gott etwas sagen. Ich stelle mich dem Wort Gottes gegenüber. Bei der Bereitung der Gaben wird nicht nur etwas zum Altar gebracht, sondern ich selber, mein Herz geht mit zum Altar und ich bringe mich als Gabe dar. Zur Wandlung meines Herzens. Und in der Heiligen Kommunion geschieht Vereinigung, sozusagen eine Art Herzenstausch. Ich empfange ihn, den Herrn, im Zeichen der Eucharistie und er nimmt mich zu seinem Eigentum. Ich gehöre ihm, der mich in seine Hingabe mit hineingenommen hat, damit ich das Leben habe und es in Fülle habe. Eine zweite Säule des Lobpreisgottesdienstes, die Anbetung und das Heilungsgebet und der Segen. Anbetung als die höchste, weil absichtslose Form des Betens. Da bitte ich nicht, da danke ich nicht, da bin ich einfach da und lasse Gott mein Herz berühren. Im Dasein vor ihm setze ich mich aus, dem, der ausgesetzt ist für mich. Aus Liebe zu mir setzt er sich aus und ich setze mich aus Liebe zu ihm, um mich zu heilen, zu segnen, um mich in den Lebens- und Liebeskreislauf hineinzunehmen, damit seine Gnade in mir wirksam werden kann. Gebet- und Fürbittdienst, die dritte Säule des Lobpreisgottesdienstes hier in Inzersdorf. Gebet- und Fürbittdienst, um einander zu helfen, das Herz zu stärken. Dietrich Bonhoeffer sagt einmal das schöne Wort, Christus im Bruder, Christus in der Schwester,
ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Wir brauchen den anderen. Wir brauchen das Gebet des anderen. Wir brauchen das Gebet füreinander. Ich hatte die Gelegenheit, vor 14 Tagen einige Tage in Rom zu verbringen und konnte sogar in der Casa Santa Marta wohnen, wo der Heilige Vater selber auch wohnt. Bin ihm beim Essen und so begegnet, er im Speisesaal ist er genauso wie alle anderen. Und ich konnte die Morgenmesse mit ihm feiern und konnte ihn anschließend dann kurz sprechen. Ich habe ihm bei dieser Gelegenheit auch unser neues Buch, das benediktinische Jugendbrevier, das ja dann auch aufliegt draußen, überreicht und habe ihn dann gebeten, Heilige Vater, bitte beten Sie für mich und für unser Kloster. Und er hat darauf geantwortet, bete auch du für mich, ich brauche es. Ja, auch der Papst braucht das Gebet. Gerade er braucht das Gebet. Jeder braucht das Gebet. Wir brauchen das Gebet. Das Fürbittgebet. Und es gilt auch hier das Wort, wer für andere betet, der wird selber gesegnet. Die vierte große Säule des Lobpreisgottesdienstes hier in Inzersdorf, die Beichte, das Sakrament der Versöhnung. Eine wesentliche und unverzichtbare Säule im Leben von uns Christen. Beichte ist Ausschütten des Herzens. Ausschütten des Herzens vor Gott. Ich zeige ihm, ich eröffne ihm mein Innerstes und bitte ihn um Heilung, um Vergebung und Barmherzigkeit. Gerade dazu hat der Papst Franziskus im Jahr der Barmherzigkeit eingeladen und in seiner Eröffnungsbulle so wunderbare Worte und Sätze geschrieben über die Barmherzigkeit Gottes und gesagt, keine Sünde ist größer als die Barmherzigkeit Gottes. Und darum die Einladung immer wieder, zum Herrn zu kommen, sein Herz auszuschütten, das Sakrament der Beichte, der Buße, der Vergebung zu empfangen. Wir brauchen Vergebung, Lossprechung und die Heilung, die sich daraus ergibt. Vier Säulen, die den Lobpreisgottesdienst hier in Inzersdorf, der durch Jahrzehnte hindurch hier gehalten wird, dass hier in großer Dankbarkeit dieses Geschenk über Jahrzehnte hinweg, durch 25 Jahre, hier so aufgeblüht ist, und auch weiter blüht. 25 Jahre Lobpreisgottesdienst in Dankbarkeit von den Anfängen. Es war Pater Robert, Diakon Christoph vor allem und viele andere, die sich im Laufe der Zeit euch angeschlossen haben und die bis heute diesen Dienst tun. Darum danke und vergelt's Gott für all diese Dienste, der Musik, der Musikgruppe, den Dienst bei der Eucharistie, durch die Assistenz und die Konzelebranten, den Dienst der Anbetung nach der Heiligen Messe, den Gebets- und Fürbittdienst, den Beichtdienst und ja nicht zu vergessen, die verschiedenen kleinen Dienste, die kaum jemand wahrnimmt,
aber die geschehen, damit sich der Lobpreisgottesdienst und all dem, was er ist, auch ausbreiten kann. Danke allen, auch für den guten und den langen Atem, das Durchhalten durch 25 Jahre und auch den Mut zum Weitergehen, in die nächsten Jahre hinein. Gott hat euch geführt und Gott wird euch weiterführen und den Weg zeigen. Danke und vergelt's Gott für den Dienst an Gott, für den Dienst an den Mitmenschen, für den Dienst am Glauben, für den Dienst an uns Mitchristen. Gott segne euch. Gott segne die Jahre zurück und lasse aus all diesen Jahren weiterhin Segen erwachsen. Er segne hier und jetzt diese gegenwärtige Zeit und gegenwärtige Stunde. Und er segne auch die Zukunft. Amen.